So, hallo Leute, guten Tag. Da wäre ich doch letztens beinahe glatt von meinem Stubenhocker geflogen, denn ich bin getaggt worden. Tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hoffe nicht zum letzten Mal. Und ihr hört gerade draußen den Drehorgelspieler, der hier im Sommer ab und zu vorbeikommt und drehorgelt. Naja, haben wir mal eine schöne Hintergrundmusik. Ich hoffe, die ist nicht irgendwie geschützt oder so. Ja, der orgelt da unten rum und dann machen die Leute ihre Fenster auf und schmeißen ihm Geld zu, damit er aufhört und möglichst schnell wieder verschwindet. Aber ich finde das schön. Ich mag das gerne, der Drehorgelspieler. Und meine Brille beschlägt wieder. Ey, das ist unglaublich. Also, ich habe für die nächste Zeit ein paar Videos schon gedreht, die ich auch schon geplant hochladen werde. Und die sind so langweilig. Ich habe mir die angeguckt und ich habe gedacht, boah, so ein langweiliges Gelaber, da muss was mit Feuer zwischen. Ne? Und deshalb habe ich mir selber Feuer unterm Hintern gemacht und mache jetzt den Tag mit. Da bin ich von Just Susie getaggt worden und den Kanal verlinke ich euch in der Infobox. Just Susie ist, ja, schaut sie euch an, wisst ihr Bescheid. Ja, und dann habe ich mir die Fragen durchgelesen, beziehungsweise ich habe ihr, boah, ist das hier sonnig, ne? Ich habe ihr Video geguckt und habe gedacht, welches kranke Gehirn denkt sich diese Fragen aus? Ist da irgendwie entweder ein zukünftiges Genie am Werk, dessen Gehirn diese Fragen sich ausgedacht hat, oder was, der zukünftige Bundeskanzler? Ich weiß es nicht. Ich bin total heiß darauf, diesen Tag zu machen und merke gerade, ich habe was Wichtiges vergessen. Haltet einen Moment. So, da bin ich wieder. Jetzt beschläge ich meine Brille bestimmt noch mehr. Also, wie gesagt, ich bin vollst geflasht von diesem Tag, von den Fragen. Mir sind da direkt 1000 Blitze durchs Gehirn geschossen, was selten passiert bei mir, wo ich antworten könnte, was passieren könnte. Und ja, den Erfinder dieses Tags, den Dean, den werde ich euch auch in der Infobox verlinken. Dean, mein Dank auch nochmal an dich, dass du hier diesen Tag ins Leben gerufen hast. Also manche Fragen, die, ja, die bringen einen ja an den Rand der psychischen Vernunft. Also ich bin sehr, sehr geflasht und heiß darauf, diesen Tag jetzt zu machen. Und deshalb lege ich auch jetzt direkt mal los. Also, der erste ist schon der Burner, ne? Würdest du lieber eine Woche lang nicht mehr essen wollen oder einen Monat nicht mehr duschen? Also die Frage, die ist ja wohl klar. Ich würde am liebsten einen Monat nicht mehr essen wollen. Ja, dann würde ich direkt schon ein paar Probleme von mir lösen. Also können. Ne? Am besten so lange nicht mehr essen, bis Idealgewicht und ideale Gesundheit erreicht sind. Also hier, ja, eindeutig klar, nicht mehr essen. Super, also passt auch dann gleich zu einer anderen Frage, wo es um Verhungern geht. Ne? Also da kriegen wir die Kurve dann auch noch. Ein Monat nicht mehr duschen ist auch kein Problem. Also pff, was machen die Leute, wo hier fliegt eine Fliege rum, die Sau. Oh. Könnte ich jetzt glatt essen, aber das ist wieder eine andere Frage. Also, ein Monat nicht mehr duschen, kein Problem. Die Leute, die in der Wüste leben, können auch nicht jeden Tag duschen. Dann hole ich mir 5 Kilo Vogelsand mit, und da reibe ich mich dann täglich mit ab. Und mit den kleinen Kalkstückchen gebe ich dann auch noch ein Peeling. Und ja, dann sieht man zwar ein bisschen verstaubt aus, aber der Dreck ist weg. Also, nicht mehr essen, nicht mehr duschen, super. Bin für beides. Daumen hoch, Dean, super. Ja. Möchte ich lieber von einem Bären oder von einem Schwarm Bienen attackiert werden? Und die Frage kommt mir irgendwie bekannt vor. Hatten wir die nicht schon mal in irgendeinem anderen Tag? Also habe ich schon öfter gehört. Also Bär, dazu müsste ich wohl hier in Deutschland in den Zoo gehen. Außer wir haben mal wieder einen Problembären, der hier einwandert. Ja, ich will eigentlich am besten von beidem gleichzeitig attackiert werden. Ordentlich gestochen werden und dabei gleich zerfleischt. Also super, also die Auswahl ist auch genial. Also ich hätte jetzt überlegt, was noch toppen könnte von einem Schwarm. Velociraptoren verfolgt werden, wäre auch gut. Also, ja, aber generell sind mir Bienen sympathischer als Bären. Ne? Die kann ich ja vielleicht magically zähmen und dann würden die noch Honig für mich produzieren. Aber ich darf ja nichts mehr essen. Ne? Na, da beißt sich die Biene in den Stachel.
Würdest du lieber auf Chips oder auf Schokolade verzichten? Ich würde auf gar nichts von beiden gerne verzichten. Wenn ich müsste, würde ich lieber auf... Weiß ich auch nicht. Auf was anderes verzichten. Also Chips und Schokolade. Weil das ist ja auch schwierig. Wenn man Schokolade isst, hat man hinterher Lust auf Chips. Und wenn man Chips isst, hat man hinterher Lust auf Schokolade. Und man kann ja nicht beides dann nicht essen. Also kann man wohl, wenn man einen Monat oder noch länger nicht isst, dann wohl, aber... Also da würde ich gar nicht drauf verzichten. Also wenn, dann vielleicht eher Schokolade. Schokolade würde ich eher drauf verzichten als auf Chips. Würdest du lieber mit YouTube aufhören oder ein Jahr nicht mehr reden können? Ja, was ist das denn für ein Quatsch? Also ich würde ein Jahr dann nicht mehr reden und würde hier Zeichensprache lernen und super YouTube... Oder was? Nee, weiß ich. Geht ja auch nicht, das guckt ja dann keiner, weil wenig Leute können Zeichensprache. Ja. Will ich auch beides nicht. Warum soll ich ein Jahr nicht mehr reden? Dann bin ich arbeitslos. Ne? Reden ist meine Arbeit auch. Und YouTube habe ich jetzt so einen Spaß dran gekriegt, will ich auch nicht mit aufhören. Dann will ich beides nicht. Also was soll das denn? Nee. Würdest du lieber 5 Monate nur Salat mit Ketchup essen oder nur Ketchup? Will ich auch nicht, ne, mache ich auch nicht, ne, ne, ne. Also 5 Monate nur Salat mit Ketchup, also dann würde ich lieber 5 Monate erst recht gar nichts essen als Salat mit Ketchup. Also ne. Nummer 6. Würde ich lieber mit einer Rakete im All fliegen oder ganz allein in einem U-Boot ertrinken? Also ganz allein mit einer Rakete, allein im U-Boot, ne. Also ich will aber auch nicht ins All. Ich kann die Erdanziehung ja gar nicht überwinden, da scheitert ja jede Rakete, also... Und im U-Boot kann ich auch nicht ertrinken, also... Pff, kommt ja wieder nach oben immer wieder, also ich bleib schön auf der Erdoberfläche, U-Boot kommt für mich nicht in Frage und Rakete in All kommt für mich nicht in Frage. Wenn man jetzt mich mit einem vollen U-Boot in All schießen könnte, dann... Ja, da kann man noch Geschichte machen, na, dann vielleicht, aber nee. Würdest du lieber ein Star werden oder kein Star? Ja, natürlich will ich ein Star werden. Mega reich, ne? Keine Sorgen, viele falsche Freunde und erkaufte Liebe und Zuneigung und ja, Drogen, Alkohol, Exzesse, Frauen, Männer, 20 Villen, Pornofilme, was haben Stars noch so? 20 Limousinen, Gold und Silber. Ja klar will ich ein Star werden. Ey, wo ist die Frage? Kein Star bin ich ja schon. Also, ne. Würdest du lieber, dass die Welt sich verändern würde oder kein Internet mehr geben würde? Dean, du machst mir eine Freude mit dem Tag, wirklich. Weil das sind Fragen, ey, wer kommt da drauf? Die Welt verändert sich ja sowieso dauernd. Also da kann ich ja nichts dran machen. Kein Internet mehr geben. Ich komme aus der Zeit ohne Internet. Ich komme aus der Internetsteinzeit. Also kann man auch leben, kann ich dir und euch versichern. Ohne Internet leben geht. Die Welt verändert sich sowieso, ob ich will oder nicht. Wenn ich jetzt die Welt verändern könnte, nach meinem Belieben, würde ich, glaube ich, gerne auch mal Gott spielen. Ne? Nur wenn ich sie hinterher auch zurückverändern könnte, wenn die ganze Sache schief geht natürlich. Ne? Bin ja auch nicht viel besser als unser Herrgott da. Der hat es ja auch nicht richtig geschafft, dass halt alles ordentlich wird. Ne? Vielleicht wird das bei mir auch eine Katastrophe. Internet muss sein. Ohne Internet geht nichts mehr. Die Welt bricht zusammen. Quatsch. So, was haben wir hier noch? Frage 9. Würdest du lieber einem Menschen auf der Straße helfen, der Hunger hat, oder ihn ignorieren? Ey, was eine Frage. Natürlich würde ich das Arschloch ignorieren. Ey, was hungert der hier vor meiner Straße oder vor meiner Tür? Ich würde sagen, komm, geh da um die Ecke hungern, da kriegst du was. Bei mir gibt es nichts. Nein, kein Hungern vor meiner Tür. Ich will kein Elend sehen. Weg mit dir. Was eine Frage, Dean. Die Just Susie, da habe ich letztens noch ein Video geguckt, da hatte einer Hunger, der wollte einen Döner haben und dann hat sie den 3 Euro für einen Döner gegeben. Aber ob der jetzt wirklich Hunger hatte oder Geld wollte, weiß man ja auch nicht. Ne? Ist aber auch egal, wenn jemand Hunger hat, dem gebe ich natürlich, weil den schicke ich doch nicht weg. Ne? Mann, Mann, Mann. Würde ich lieber eine lebendige Spinne essen oder einen Fisch? Also Fische habe ich auch schon gegessen, aber ich nehme an, der soll ja auch leben, ne?
Also ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also ich habe da hinten, da, sieht man das irgendwo? Habe ich ein großes Aquarium, zeige ich euch vielleicht auch noch mal irgendwann. Da können wir jetzt mal den Live-Test machen. Ich könnte mir jetzt einen Fischli rausfinden und das lebendig essen, aber wahrscheinlich wäre das vor Angst und Schock schon vorher gestorben, wenn das meinen Mund sieht. Also habe ich mir gedacht, dann machen wir doch lieber den Test mit der Spinne mal live. Ne? Ich war gestern dann mal hinter mein Bett gekrochen und habe da mal hier so ein schönes Exemplar direkt rausgesucht. Hier, nicht erschrecken, ne? Dass meine Janine, ne? Hier Janine, mein kleines Hausspinnchen und die ist jetzt ein bisschen gelähmt, weil die geschockt ist. Ne? Janine, keine Angst. Ne? Jo. Oh, kleine Janine. Also Janine, Janines letzte Stunde hat jetzt geschlagen, denn Janine wird jetzt von mir lebend gegessen. Janine, also da erübrigt sich die Stimme, Janine darf noch leben und lebende Spinne schmeckt nicht. Dean, danke für diese Fragen, das war ein super Tag. Und jetzt muss ich natürlich auch mal gucken, wen ich dann tagge, wen ich dabei haben möchte. Wer soll mit mir diese Höllenfragen beantworten? Also, dann tagge ich mal hier die. Ich weiß nicht, ob sie den Tag schon gemacht hat. Die Nadine einzigartig 81. Nadine, hau rein, friss Spinnen, Fische. Lass Menschen verhungern, lass dich von Bären fressen und würde mich freuen, wenn du dabei bist. Dann würde ich taggen die Judith Balfans nochmal. Judith, ich bin sicher, du hast auch schon in deinem Leben mehrere Spinnen leben verspeist und bist von 5 Millionen Bienen gestochen worden und hast etliche Menschen vor deiner Tür verhungern lassen. Also du musst auch dabei sein. Und dann würde ich noch gerne Nadels bunte Welt hören. Nadel, bei euch da auf dem Land, ne, da ist die Welt noch in Ordnung. Also könnten auch ein paar Bären rumlaufen, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht hast du ja schon mal eine echte Bärenbegegnung gehabt. So Leute, die drei Damen vom Grill würde ich gerne taggen. Und jetzt werde ich es mir hier mit meiner Janine, mache es mir jetzt noch auf der Couch gemütlich, ne? Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.